Anstoß, Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Kanal. Ich bin immer noch der Colt und ihr seid wieder mit dabei und ihr habt es sicher schon bemerkt. Die Taktung der Videos in der Anstoß 3 Serie kamen jetzt ein bisschen verzögert und nicht mehr so häufig. Ich habe derzeit richtig viel zu tun, aber wir lassen die Serie natürlich nicht sterben. Es geht weiter frisch und froh. Der September hat angefangen und wir sind wieder dabei bei Anstoß 3 in der Champions League mit dem Gruppenspiel gegen Borussia Dortmund. Den Knaller. Ihr wisst ja noch, wir werden nach Madrid gehen zu Atletico. Und nach dieser Saison wollen aber natürlich unsere unglaubliche Serie fortsetzen. Hier. Denn, wird Zeit, dass wir auf jeden Fall wieder die Meisterschaft einholen. Im Moment nach 5 Spieltagen sind wir auf Platz 2 und wir hoffen mal, dass das so gut weitergeht. Natürlich 34 Millionen haben wir, da werden wir noch ein bisschen was machen. Ich würde allerdings sagen, wir machen ein paar Einzelgespräche. Beister hat es nötig. Und dann gehen wir rein ins Champions League-Spiel. Gegen Borussia Dortmund. Let's fetz. Zu Hause. Ausverkauft. Prinzenpark. Schauen wir mal, was Turba und Hennessy so reißen. Ja, einfach mal gar nichts. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Offensiver. Okay, jetzt wollen wir auch nichts mehr anbringen lassen, gehen auf Konter. Gibt noch einen direkten Freistoß für Dortmund. Puh, ein erbärmliches 0-0. Lausiges Spiel, muss man sagen, ganz klar. Aber wir machen ordentlich Cash. Darf man auch nicht vergessen. Natürlich ist es für uns extrem wichtig. Wir festigen damit die Tabellenspitze. Dorego hat eine schwere Zehenprellung erlitten. Ja, das interessiert ihn aber nicht. Die Jungs für den 6. Spieltag gegen Nizza. Da wollen wir natürlich eine klare Leistungssteigerung zum Spiel gegen Dortmund. Wir wollen dranbleiben oben natürlich. Wir wollen wieder Meister werden. Das ist unser Ziel im letzten Jahr hier. Das ist in der Zeit wirklich erbärmlich. Dann Fries weiter so. Wird kommen. Jetzt gibt es mir einen Einwurf. Ah, Leach auf Dumfries. Da ist Dumfries schon. Okay, von dem Berg zur Ecke. Ah, Leach. Gelb für Hakim. Auch wenn wir gehen werden. Auch wenn wir gehen werden. Wir wollen natürlich bestmöglich uns hier verabschieden. Beister. Nur ein 0-0 gegen Nizza. Wir erspielen uns auch viel, viel zu wenig.
Also es ist eine schwierige Saison. Das auf jeden Fall. Jetzt die Möglichkeit, ordentlich bei uns einzukaufen. Am Club hier, aber wir tun es natürlich nicht. Tja. Alte Stadion wird fertiggestellt, ganz wichtig. Wir stecken natürlich viel nochmal ins Stadion hier. Dumfries Knöchelprellung ist natürlich nicht gut. Da brauchen wir natürlich nicht drüber reden. Atletico im Moment auf dem Weg zur Meisterschaft. Dumfries angeschlagen. So, gegen den 16. muss jetzt aber was her. Turba macht sein 5. Tor im 7. Spiel. Das ist super. Alic. Gut. Turba schon wieder Vorlagengeber. Das ist super. Einwurf von Adic, hoch in den Strafraum. Ist aber keiner. Kadetsteas trifft raus. Berisha. Eigentor von Sahiti. Und das öffnet uns natürlich Tür und Tor. Und vor allem Berisha, seinen 3. Treffer in der laufenden Saison. Ich weiß nicht, was soll ich euch sagen? Es ist genau, wie ich mir das vorgestellt habe. 4-0. Klare Reaktion unserer Mannschaft. Wir gehen auf den Konter. Wir werden dementsprechend etwas austauschen. Und die anderen auch noch was an Spielerfahrung bekommen. Klarer Sieg. Boah, 6. Tor, Turba. Klasse. 5-0, klarer Sieg. So. Meister. Will ich tatsächlich im Einzelgespräch sehen? Der Junge ist aber zu gut. Er ist einfach. Ja. Gerade mal 23 und schon jetzt mit seinen 23 hat er 83 Einsätze für uns, dreimal Meister, einmal Champions League Sieger, Europas Fußballer des Jahres. Da wisst ihr, was gespielt wird, Leute. Das steht praktisch nicht zur Verfügung. Dann müssen wir jetzt hier noch mal ein bisschen ausbauen. Hauen noch mal ein paar Steher dazu. Für 30 Millionen. 91.000 gehen dann in die Schüssel. Was wird unser Abschiedsgeschenk? Wir wollen natürlich auch mit Atletico sehr erfolgreich sein. So das Ziel auf jeden Fall. Aber in der Luminus Arena müssen wir jetzt erstmal gegen Genk bestehen. Hennessy ist wieder da. Sehr gut. David Degen macht den Ausgleich. Hennessy macht das erste Tor in der Champions League. Hat sich bezahlt gemacht, ihn zu bringen und ihm das Vertrauen zu schenken. Jetzt muss er allerdings raus.
Weiter so! Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schwierige Saison. Dumfries. Dumfries Doppelpack. Sehr gut. Dann wechseln wir mal. Der Büscher wird rausgehen. Dreht sich flank. Matthias Mayer, das erste Tor. 75. 4:1. Er rechtfertigt das Vertrauen. Absolut toller Mann. Wir wollen auf jeden Fall weiter. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Wir geben Hennessy die Chance. Gegen den 17. gegen Clermont. Und dann muss gewonnen werden. Alles andere ist weder hinnehmbar noch verhandelbar. Pulba macht da ein Tor. Sein 7. im 8. Spiel. Haut den richtig die Bude voll! Aber richtig! Kovacic, 5. Tor, 8. Spiel, so muss das sein. Trotzdem nicht überzeugend der Auftritt, ganz klar. :2 gegen den 17. Ja, ist machbar, aber nichts Großartiges. 2 Punkte hinter Monaco. Wir sind wieder Zweiter. Ja, Länderspielwochen. Paraguay steht an mit Italien. Okay. Wir sind eine Lichtgestalt. Hier hat der Club vom Pfalzner Weiher. Den kaufen wir uns zusammen. So, jetzt schauen wir mal, ob das alles ist, was wir hier. Leider ja, weil wir den Kader nicht nominiert haben. Tja, ist so. Es ist ein Freundschaftsspiel gegen Paraguay. In der Punkrock Arena, in unserer Arena, in Turin. Wir wollen wieder angreifen, ist ganz klar. Vero. 2:0. Energie Schwab 3:0. So Jungs, und jetzt schießt sie in Grund und Boden. Da haben sie was zur Freude in der Punkrock Arena in Italien, in Turin. :5 Dumfries ersetzt den Schlusspunkt. Sehr gut. Dem gönnt man es doch. Tja, jetzt gegen Olympique Lyon.
könnte schwierig werden. Bisek! Können die uns die erste Niederlage zufügen? Wir spielen konzentriert, das ist gut, das ist aber auch kein Meter Boden, kampflos hergeben. Alitsch gewinnt natürlich den Zweikampf. Ausgeglichenes Spiel jetzt. Wir haben die Qualität. Bisek, drin ist er. Jan Aurel Bisek. Jawohl. Ganz wichtiger Treffer. Sehr gut. Haben Sie eine Spielverfügung? Eigentlich eine? Ja, habe ich. Hab kein Mensch. Inter. Muss bezwungen werden. Komm, ihm gib mal ein einzelnes Gespräch. Also. Auf zum Klassiker. Zum Wahnsinnsspiel. Gegen. Inter. Ich hoffe, er kann spielen. Ja. Ausverkauft. Da sehen wir ihn perfekt an. Maurice macht Jolton Modus, macht das erste Tor für Inter. Raber will gleich noch zu Hakim Berisha. 15. Minute. Sieht Bisek. Leitet nach rechts weiter. Beister. Maxi Beister kommt. Maxi Beister in den Ball mit. Sprintet in die Mitte. Balic ist mit dem Fuß schneller dran an dem Pfosten und dann ist es. Ecke. Balic. Und vor das Tor, Se Roberto kommt zum Kopf, bald drin ist er! Spiel gedreht! Berisha. Wow, einfach mal das Spiel gedreht. Fantastische erste Hälfte. Für die Zuschauer zumindest, natürlich auch für uns, klar. Hennessy bringt uns vermutlich auf die Siegesstraße. Boah, Turba macht das vierte Tor. Jetzt wird es peinlich für ihn, der 5:1. Balic in der 90. Also, wir wollen wieder ran an Platz 1. Wir wollen wieder Erste werden. Dafür müssen wir noch uns schlagen. Wir können nicht auf einen Ausrutscher von Monaco kommen. Zumindest mit dem Meistertitel verabschieden. Und kommt.
0-0, ist zu wenig, ist zu wenig. Dann machen wir noch den Pokal. Jo, Freunde, also ich sag mal so, den Pokal werden wir, da müssen wir auf jeden Fall eine Runde weiterkommen. Alles andere wäre sehr, sehr bitter. 21% am Glück gehören uns schon. Also wir werden uns nach und nach alle aufkaufen. Clubs, wenn das so weitergeht. Also, das sollte eine klare Angelegenheit werden. Kovacic eröffnet in der 13. Berisha. Berisha. 2 zu 1, gut. Haut denen richtig die Bude voll, aber richtig! Offensiv, wir spielen auf Konter. Könnten sie noch mehr auskontern vielleicht. Kovacic fliegt runter. Völlig unnötig. Muskelfaserriss. Völlig unnötig. Allerdings nur 2 Wochen, das ist schon mal gut. Dumfries wird ihn ersetzen. Dann ist da dran. Ja, muss jetzt was passieren, auf jeden Fall. Da müssen wir auch dranbleiben an den Nacken, ganz klar. Wir sind auch die Besseren. Wir wollen auf jeden Fall Meister werden. Das muss das Ziel sein. Das gebe ich als Ziel aus einer Mannschaft. Also hinten brauchen wir jetzt nicht mehr so viel machen. Da muss man ganz klar sagen. Da muss du mehr kommen. die in der Mitte. Und wenn die auf der linken Seite wieder mit 3 Leuten anrücken, die übernimmst du dann. Das reicht als Absicherung. Weiß da. Jawohl. Nein. Verliert den Zweikampf. Im Moment wäre es ein Punkt. Denn auch. Ja, ist Monaco. Verliert, wollte ich schon sagen. Aber auch wir können nicht gewinnen. Es bleibt bei 3 Punkten Vorsprung. Bitter, bitter, bitter. So, letztes Spiel in der Runde. Gegen die Borussia. Ja, die Jungs brauchen Aufmunterung. Sie brauchen Aufmunterung, aber hey, das Spiel ist eigentlich
völlig egal, denn wir sind auf jeden Fall weiter in der Zwischenrunde. Elisha. Außen Pfosten. Viel Akrobatik, viel Gutes, aber. Da bist du noch das Tor. Herr See. Dumfries, endlich macht das. Sehr verdientes Tor. Wirklich ganz tadellose Leistung, genauso weitermachen. Endlich macht er das Tor. Auch verdient. Eins, eins, warte, warte, gut leben. Schauen wir mal, wen wir kriegen. Leipzig, Valencia und Real Madrid. Na, das ist doch mal was. Na, das ist doch mal was. Girondor Bordeaux, 12. Spieltag. Kulpa. Dumfries. Können wir das nicht machen? Doch, Berisha macht das Tor. Ein Punkt. Rückstand. Monaco 0-0 in Lille. Aber wir kassieren das Gegentor. Wir leisten uns zu viele Schnitzer. Minuten darauf, sofort der Ausgleich. Spitzenmäßiges Spiel für die Zuschauer, es geht hin und her. Wir schaffen das nicht. Es gibt keinen glücklichen Ausgang für uns. Ganz im Gegenteil. Oh nein, okay. Wir können es nicht nutzen. Haucht ihr euch hier wieder 0-0. Wir können es noch nicht zu unserem Vorteil nutzen. Jo, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier unser letztes Spielchen für diese Folge. Kovacic ist endlich wieder da. Gegen Lille. Zweiter gegen vierter. Spitzenspiel an dem Spieltag. Wird auch gleichzeitig die letzte Partie heute. Was denkt ihr? Können wir es schaffen? Wir werden es jetzt erfahren. Absolutes Spitzenspiel. 19 Meter Torentfernung. Hakim. Kovacic ist dreht um die Mauer an. Lütsch, jawohl! Ein Punkt. Rückstand im Moment. Aber ihr wisst, wir sind anfällig dieses Jahr. Wir sind leider dieses Jahr sehr anfällig im Moment, wenn wir Tabellenführer.
da Monaco verlieren wird. Sie liegen gegen Lens 2-0 zurück. Kovacic, jetzt müssen wir es noch über die Zeit bringen. Und dann sind wir wieder Tabellenführer. Jawohl. Tabellenführer, einen schöneren Abschluss für diese Episode hätte es wahrscheinlich gar nicht geben können. Geil. Da sind wir wieder da. Tabellenführer der Liga. Oh, so wie das sein soll. Sehr geil. Da gibt es noch einen kleinen Kauf. Und dann geht's in die Zwischenrunde der Champions League. Aufregende Sachen, die da vor uns liegen, Leute. Freut mich, freut mich, freut mich. Wir ziehen Bilanz nach dem 13. Spieltag wieder auf Platz 1. Auch im Pokal gegen Monaco noch dabei und in der Champions League. Ja, in der Champions League haben wir auch noch alle Möglichkeiten, ins Viertelfinale einzuziehen. Da müssen wir uns jetzt beweisen gegen richtig, richtig starke Teams. Geile Sache, würde ich sagen. In dem Sinne, Freunde, habt eine geile Zeit. Bis dahin. Ihr habt ja gesehen, es wird ein bisschen unregelmäßiger, aber wir lassen diese Serie hier nicht sterben. Ich mache weiter für euch. Wann immer ich kann, wann immer ich Zeit finde, werde ich mit euch Anstoß 3 spielen. Ich weiß, es ist ein fester Bestandteil dieses Kanals. Ihr seht die Videos gerne. Zumindest eine kleine, aber feine Stammzuseherschaft. Und die sollen auch weiterhin ihre Anstoß 3 Videos bekommen. Ich habe selber extrem viel Bock noch dran, von daher machen wir weiter, auch wenn die Zeit knapper wird, aber wir kriegen das alles irgendwo unter einen Hut. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert bitte kostenlos den Kanal, ihr würdet mir damit sehr, sehr helfen. Schaut auch gerne die anderen Videos, wenn ihr wollt, es kommt einiges wieder auf euch zu oder auf uns zu. Wenn ich die Zeit finde, habe ich mir auch mal überlegt, dass ich eine Monatsübersicht mache, was so auf euch zukommen könnte. Und seid also gespannt, auch wenn die Zeit begrenzt ist. Wir kriegen das alles irgendwie hin. Ansonsten, ich glaube, das war heute schon Punkrock, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Colt ist raus und sagt Tschüss, Ciao und Servus.